Hör mal zu macht beliebte Stimmen wieder lebendig. Danke für dein Like und Vorhang auf für Sherlock Holmes. Walter Niklaus und Hinrich Köhn. Wir befinden uns in einer unheimlichen Gegend mitten im Moor. Nur ein kleiner Gasthof leuchtet durch seine Fenster, ein diffuses Licht in den Nebel. Wer kann das sein, der um diese Zeit die Glocke läutet? Vielleicht, Vater, ist es gar kein menschliches Wesen. Womöglich ist es ein Geist. Oder womöglich wird die Glocke von einem Gespenst geläutet? Ach, es gibt keine übernatürlichen Wesen oder Gespenster. Habe ich euch das nicht oft genug gesagt? Irgendetwas durchschnitt die Kehlen von Rousseaus Schafen. Und dieses Etwas hinterließ keinerlei Spuren. Unser alter Andy sah etwas weiß Leuchtendes, das quer über dem Moor hin und her geisterte. Und am nächsten Morgen waren zwei von seinen Schafen tot. Man hatte ihm die Kehlen durchgeschnitten. Vielleicht läutet derselbe Geist, der die Schafe umgebracht hat, die Glocke um diese Zeit. Ja. Ich wollte gerade einen Eilbrief zum Schloss bringen, als ich ein eigenartiges Licht unheimlich schnell auf mich zukommen sah. Aber plötzlich bewegte es sich zum Moor hin und verschwand im dichten Nebel. Ich bin sofort umgekehrt und hierher zurückgefahren. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Zuerst das Licht und jetzt noch die Glocke. Es wird ganz sicher einen logischen Grund dafür geben, warum die Glocke jetzt noch geläutet wird. Und ich werde diesen Grund herausfinden. Sie können mich bis zur Kirche mitnehmen, Pops. Ach, meine Post kann warten. Die ist nicht so eilig. Was soll dir schon passieren mit einem Pfarrer? Ist das wahr, Vater? Ach, was ihr alle braucht, ist mehr Glaube und etwas weniger Fantasie. Kommen Sie jetzt. Gott sei Dank, dass die Glocke aufgehört hat zu läuten. Eigenartig. So mitten in der Nacht. Mir gefällt das auch nicht. Noch dazu bei dem Geist, der sich in dem Moor herumtreibt. Ich habe ihn gesehen, heute Nacht wieder. Wer kann denn das sein? Wo ist Lord Penrose? Er ist nach Quebec gefahren. Dann rufen Sie bitte sofort an. Was ist passiert, Vater? Lady Penrose, sie ist tot. Ich fand sie im Glockenturm. Sie wollte Hilfe herbeirufen. Es war furchtbar. Ihre Lordschaft? Rufen Sie auch Sergeant Thompson auf der Polizeistation an. Sagen Sie ihm, er soll sofort kommen in die Kirche. Sie begleiten mich, Pops. Gut, Vater. Vermittlung. Ich brauche dringend Quebec. Lord William Penrose. Ja. Er hält einen Vortrag vor der kanadischen Gesellschaft für Okkultismus. Ich glaube, im Quebecer Hof. Es ist dringend. Ja, Sir? Für Lord Penrose. Seine Lordschaft wird am Telefon verlangt. Es ist dringend. Er ist im Konferenzraum. Gut, Sir. Er hält dort einen Vortrag über Okkultismus. Meine Herren, wie Sie wissen, liegt die Hauptschwierigkeit, das Vorhandensein der okkulten Kräfte nachzuweisen, in dem Problem, Tatsachen zu finden. Demzufolge sind Tatsachen vorhanden, müssen auch die größten Skeptiker, sofern sie aufgeschlossen sind, müssen auch Sie die Realität des Übernatürlichen anerkennen. Lassen Sie das gelten, Mr. Holmes. Tatsachen überzeugen immer, Lord Penrose. Nur werden allzu oft falsche Schlussfolgerungen rausgezogen. Ja, wie seinerzeit beim Hund von Baskerville. Oder bei diesem mysteriösen Fall in Canterbury. Da haben Watson, wir auch... Watson, bitte. Ja, gut. Nun ja, meine Herren, in diesem Fall verfüge ich über Tatsachen. Unwiderlegbare. Vor vielen Jahren, um genau zu sein vor 100, sahen die Bewohner des Dorfes La Morouge eine Erscheinung. Und am nächsten Morgen fand man Schafe mit durchschnittener Kehle. Interessant ist das schon. Aber Tatsachen? Nein. Ich bezweifle, dass man den Aberglauben der Dorfbewohner als Beweis... Ich war noch nicht am Ende, Mr. Holmes. La Morouge erlebt wieder diese unerklärlichen und seltsamen Ereignisse. Unerklärlich für einen Skeptiker wie Sie. Mehrere unserer verantwortungsbewussten Bürger haben die seltsame Erscheinung nachts im Moor beobachtet. Und am nächsten Morgen fand man Schafe... Mit durchschnittener Kehle, ohne eine Spur des Täters zu entdecken. Ach so, Sie haben sich durch Zeitungen informiert. Oh nein, das habe ich nicht. Es war nur eine Schlussfolgerung. Eine ziemlich naheliegende, Lord Penrose. Schlussfolgerungen gehören zu meinen Schwächen, Dr. Watson kann das bestätigen. Glauben Sie wirklich, dass da ein Geist... Bitte, es handelt sich um Tatsachen, Mr. Holmes, die auch Sie nicht ignorieren können. Es ist aber sehr dringend. Meinetwegen, geh hin. Danke. Tatsachen pflege ich nie zu missachten. Zum Beispiel handelt es sich bei dem Vorfall mit den Schafen zweifellos um eine Tatsache. Aber sie als Beweis für die Existenz des Übernatürlichen heranzuziehen, ist nichts weiter als eine Annahme und kann deshalb nicht als Bestätigung akzeptiert werden.
Diese Ansichten, Mr. Holmes, zeugen von Ihrer Unfähigkeit, Dinge zu akzeptieren, die Ihr Fassungsvermögen überschreiten. Sie gehen zu weit. Tut mir leid, aber diese lächerliche Skepsis. Ja, was gibt's denn, mein Junge? L'Amour Rouge ist am Apparat. Es ist sehr dringend, Milord. Entschuldigen Sie mich, meine Herren. Sie müssen verstehen, Lord Penrose... Er vertritt seine Meinung, Sir John. Lord Penrose hängt eben mit Leib und Seele am Okkultismus. Ich nehme es ihm nicht übel. Das hängt mir nicht zum Hals raus. Wir wollen lieber gehen. Ach ja. Sie wollten sich ja die Felsen ansehen, Watson. Ich fahre sofort ab. Mein Wagen bitte, aber schnell. Ja, Sir. Gentlemen, meine Frau ist tot aufgefunden worden. Mit durchschnittener Kehle. In derselben Weise wie bei den Schafen. Das ist ja furchtbar. Sie glauben doch nicht etwa das. Zweifellos, Mr. Holmes, werden Sie sagen, es war ein Mord, der ohne weiteres aufzuklären ist. Mein Beileid, Lord Penrose. Wenn ich Ihnen helfen kann... Danke, nein. Ich nehme an, die Ereignisse in L'Amour Rouge werden Sie kaum interessieren. Unter diesen Umständen schlage ich vor, dass wir uns vertan. Natürlich, Sir John. Schrecklich. Was mag bloß dahinter stecken? Sir John, würden Sie Lord Penrose noch einmal unser Beileid übermitteln? Selbstverständlich. Sagen Sie mal, ob wir vor dem Flug nicht noch etwas essen müssten? Ich meine, da die Küche hier sehr gut ist. Denken Sie auch mal an was anderes als an Ihren Magen? Manchmal schon. Ich kaufe mir noch eine Zeitung. Morgen. Guten Morgen, Sir. Ich nehme an, Sie fliegen zurück nach London, Mr. Holmes. Allerdings. Ach, da ist noch ein Brief für Sie gekommen, Sir. Danke. Sie schreiben schon über den Tod von Lady Penrose. Man hat sie im Glockenturm gefunden mit geschnittener Kehle. Sie muss sich vom nahen Moor bis dorthin geschleppt haben, um Hilfe herbeizurufen. Deswegen das Glockenläuten. Was ist denn? Hören Sie zu, Watson. Ja? Werter Mr. Holmes, ich habe Grund anzunehmen, dass mein Leben in Gefahr ist. Aber wenn Sie mich fragen würden, wieso, könnte ich Ihnen keine logische Antwort geben. Es ist nichts Greifbares, nur eine furchtbare Vorahnung, die mich fast um den Verstand bringt. Ich hörte von Ihrer Anwesenheit in Quebec und obwohl Sie mir fremd sind, bitte ich Sie, mir zu helfen. Ich flehe Sie an, Mr. Holmes, erfüllen Sie meine Bitte. Von wem ist er? Unterzeichnet Lillian Penrose. Lillian Penrose? Lady Penrose? Ein Brief von einer Frau, die tot ist? Was bedeutet das, Holmes? Das könnte heißen, Lady Penrose sagt nicht ganz die Wahrheit. Es muss irgendein Geheimnis in ihrer Vergangenheit geben. Dann ist die Sache gar nicht so einfach, wie man denkt. Und womöglich hat Penrose doch recht. Wie gut, dass wir nach London zurückfliegen. So etwas kann in der Baker Street nicht passieren. Ich muss Sie enttäuschen, Watson. Hä? Kennen Sie vielleicht das Dorf L'Amour Rouge? Ja, sicher. Es liegt ungefähr 12 Meilen von hier, mitten im Moor. Danke. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie wollen den Fall übernehmen? Ja. Bestellen Sie bitte beim Flughafen unsere Plätze ab. Gern. Welch eine Ironie, Watson. Das Opfer hat uns gebeten, seinen Mörder zu finden. Zum ersten Mal ist eine Tote unser Auftraggeber. Wer Sherlock Holmes kennt, weiß, dass er erst Ruhe geben wird, wenn dieser Fall aufgeklärt ist. Mr. Holmes, pflegen Sie immer bei Leuten einzudringen, ohne vorher geklingelt zu haben? Wir haben keine Klingel gefunden. Wenn Sie gekommen sind, um durch den Tod meiner Frau Ihre Theorien zu beweisen, dann gehen Sie besser. Sie wissen, dass Sie zu spät kommen, Mr. Holmes. Meine Frau ist tot. Ich bin hier, um Ihren Mörder zu finden. Die Mühe können Sie sich sparen. Ich bin überzeugt, dass die Lösung für diese furchtbare Tat im Bereich spiritistischer Phänomene liegt. Aber das werden Sie natürlich nicht zugeben. Ich versichere Ihnen, noch glaube ich gar nichts. Vor allem nicht an spiritistische Phänomene. Aber wenn Sie gestatten, möchte ich Lady Penrose sehen. Vielleicht kann ich doch einen Teil des Geheimnisses lüften, von dem L'Amour Rouge umgeben ist. Drake! Gehen Sie endlich an das verdammte Telefon! Sergeant Thompson ist mit dem Fall beauftragt. Sie treffen ihn auf der Polizeistation. Und jetzt muss ich Sie und Ihren Assistenten bitten zu gehen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie nicht hinausbegleite. Drake! Drake! Wo stecken Sie denn? Ich bitte Sie um Verzeihung, meine Herren. Noch ein anderes Wesen hat den Tod von Milady gewünscht. Ich sah es gestern über den Feldern, wie es sich in der Dämmerung bewegte. Sie sind der Butler, nicht wahr? Ich war es, Mr. Holmes. Ich habe gekündigt. Gehen Sie! Verschwinden Sie von hier! Ich nehme an, Sie haben gefunden, wonach Sie gesucht haben. Über zwei Dinge konnte ich mir jedenfalls Klarheit verschaffen. Ihre Frau wurde ermordet und sie war Lillian Gentry. Lillian Gentry? Werden Sie jetzt gehen oder muss ich die Polizei rufen? Das erübrigt sich. Wir wollen sowieso gerade dorthin. Die Wunden, die Lady Penrose am Hals hatte, sind die gleichen wie die, die wir bei den Schafen festgestellt haben. Naja, ich bin zwar nicht abergläubisch, Mr. Holmes, aber ich weiß beim besten Willen keine Waffe, die solche Wunden verursachen könnte. Ausgenommen die Kralle eines Tieres. Könnte man das nicht doch damit getan haben? Mit einer fünfzackigen Jäthacke? Na, mit der jedenfalls nicht, Mr. Holmes. Das ist meine. Mit der jäte ich immer den Garten hinter der Polizeistation. Da muss ich dem Sergeant recht geben, Holmes. Eine Waffe wie diese hätte die Halsschlagader bestimmt durchschnitten. Und der Tod wäre sofort eingetreten. Lady Penrose lebt aber noch so lange, dass sie sich bis zur Kirche schleppen und die Glocken läuten konnte, um damit Hilfe herbeizurufen. Ja, das weiß ich ja bereits.
Es muss eine logische Erklärung dafür geben, ohne irgendwelche Geister oder Gespenster. Hm. Sergeant, haben Sie schon mal von einer Lillian Gentry gehört? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Sie war eine bekannte Schauspielerin, die vor einigen Jahren aus den Staaten nach Kanada kam. Hier war sie an mehreren Bühnen engagiert. Eines Tages war sie verschwunden. Der Grund wurde nie aufgeklärt und man vergaß sie. Und welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Verschwinden von Lillian Gentry und dem Tod von Lady Penrose? Lillian Gentry und Lady Penrose waren ein und dieselbe Person. Was? Dieselbe Person? Wie ich sagte. Ich habe noch eine Frage, Sergeant. Gibt es in Ihren Akten jemanden, der vorbestraft ist und in Lamour Rouge wohnt? Nein, Mr. Holmes. Der Einzige, der einmal etwas mit dem Gefängnis zu tun hatte, ist Emile Charnay. Er ist vor 2 Jahren mit seiner Tochter hergezogen und übernahm das Hotel. Er war Wärter im Gefängnis von Dallen. Danke, Sergeant. Hier soll es viele wilde Enten geben, habe ich gehört. Ich würde gerne ein paar davon runterholen. Oh, das lässt sich schon arrangieren. Ja, wir halten irgendwo am Wasser an und Sie schießen eine nach der anderen ab. Als ob ich nicht treffen könnte. Hier nehmen Sie, alter Freund. Dann mieten wir uns jetzt in Monsieur Journays Hotel ein. Legt wohl, ihr Enten. Hallo, Wirt! Ist hier niemand? Scheint keiner da zu sein. Ich verstehe nicht, warum Sie so schreien. Na, hören Sie, Holmes, wenn niemand kommt. Bitte, Monsieur. Hätten Sie ein Zimmer für uns, mein Kind? Ja, Monsieur. Gut. Tragen Sie sich bitte hier ein. Ich mache es gleich für uns beide. Danke. Sind Sie nicht etwas jung, um ein Hotel zu führen? Ja, Monsieur. Sie sind Mademoiselle Journay? Marie Journay, mein Herr. Sie weinen ja. Warum? Mein Vater will fortgehen. Aber, das ist doch keine Tragödie. Rechnung, immer wieder Rechnung. Ja, so ist nun mal das Leben, Emil. Wird man geboren, kostet's Geld. Und wenn man wieder geht, auch. Haben Sie gesehen, wer im Wagen saß? Das war Sherlock Holmes. Er wohnt jetzt hier. Was will er wohl herausfinden? Geister und Gespenster. Was soll er sonst in Lamour Rouge finden? Na, ich weiß nicht recht. Sie haben wohl Angst, Emil. Natürlich habe ich Angst, genau wie Sie. So, wirklich? Warum ist Sherlock Holmes denn in unser Dorf gekommen? Na, um den Tod von Lady Penrose aufzuklären. Warum sonst? Ich glaube, dass Holmes bald nach London zurückfährt. Enttäuscht, aber um etwas gescheiter. Was wollen Sie damit sagen? Weil mein Gespenster nicht widerstehen kann, Sie auch nicht. Also, ich muss jetzt wieder gehen. Meine Briefe wollen gelesen werden. Ja, so ist es besser. Sie vermieten wohl nicht oft, was? Leider haben Sie recht damit, Monsieur. Es kommen nur noch selten Fremde nach Lamour Rouge. Und wenn, dann bleiben Sie nicht allzu lange. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Bleibt Ihr Vater lange fort? Ich weiß nicht. Und wann fährt er weg? Das weiß ich nicht. Marie! Wenn Sie etwas brauchen, dann klingeln Sie bitte. Die Kleine stirbt ja fast vor Angst. Offensichtlich. Weil sie uns bestimmt nicht verraten sollte, dass ihr Vater wegfährt. Ha? Deswegen? Sie glauben doch nicht etwa, dass Journay... Was halten Sie von einer Unterredung mit Journay? Dann werden wir mehr wissen. Sie haben dir also Fragen gestellt. Habe ich dir nicht extra gesagt, du sollst den Mund halten? Ja, Vater. Und du hast ihn verraten, dass ich weg will? Ja, Vater. Ich werde dir helfen, mir nicht zu gehorchen. Mr. Journay. Warum wollen Sie Lamour Rouge ausgerechnet jetzt verlassen? Will ich ja gar nicht. Wer hat Ihnen denn den Bären aufgebunden? Ihre Tochter. Meine Tochter hat sich geirrt. Vielleicht habe ich ihr gesagt, dass ich Luftveränderung brauche. Ich habe ihr gerade diesen Unterschied beigebracht. Ja, das haben wir deutlich gemerkt. Ihre Erziehungsmethoden finde ich nicht sehr schön. Ich gebe Ihnen den Rat, kümmern Sie sich um ihr Kram. Jetzt lass uns allein, Kind. Ist ja schon gut, meine Kleine. Es ist wirklich eine Schande sein. Mr. Journay hat recht, das geht uns überhaupt nichts an. Mr. Journay, was wissen Sie über den Tod von Lady Penrose? Nicht mehr als das, was das ganze Dorf weiß. Sie wurde von dem Gespenst umgebracht. Haben Sie es schon mal gesehen? Nein, aber wer soll denn sonst so etwas Furchtbares getan haben? Schafe wurden getötet, vor 100 Jahren und jetzt wieder. Sie waren Wärter im Gefängnis von Dallen, nicht wahr? Hä? Ja, Monsieur. Warum haben Sie sich entschlossen, nach Lamour Rouge zu gehen? Naja, ich wollte schon immer Hotelbesitzer sein und als ich hörte, dass dies hier zu haben ist, da habe ich es gekauft. Das war vor 2 Jahren? Ja. Und ungefähr um die gleiche Zeit tauchte auch das Gespenst wieder auf. Sie wollen doch nicht etwa mich verdächtigen, das Gespenst zu sein, Monsieur Holmes. Nein. Ich stelle nur das Zusammentreffen fest, Journey. Fangen Sie jetzt etwa auch an diesem Blödsinn zu glauben? Nein, Watson, keineswegs. Vor allem nicht an diese übernatürlichen Wesen. Wie zum Beispiel an einen Vampir, der seinen Opfern die Kehle durchbeißt. Aber ich glaube an jemanden, der für seine Verbrechen eine 5-zackige Jäthacke benutzt. Ja, das entspricht schon eher meinen Kombinationen. Ich?
Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Dieses Gespenst wurde absichtlich zum Leben erweckt, um unter seinem Deckmantel furchtbare Verbrechen begehen zu können. Dieser Unmensch rechnet nicht damit, dass der Verdacht jemals auf ihn fällt. Aber mein unerwartetes Erscheinen hat seine Pläne durchkreuzt. Vielleicht hat er es jetzt mit der Angst zu tun bekommen und will fliehen. Sie haben recht, Monsieur. Ich wollte wirklich fliehen. Aber aus einem anderen Grunde, als Sie denken. Ich habe Angst um mein Leben. Und wer sollte Sie töten wollen? Das weiß ich nicht. Es ist nur so etwas wie eine Vorahnung. Aber sie lässt mich nicht los. Genauso wie in dem Brief von Lady Penrose. Ja, aber das erklärt noch keineswegs die Jähthacke hier. Ich schwöre das, dass ich nicht weiß, wie sie hergekommen ist. Das wäre besser, wir benachrichtigen gleich Sergeant Thompson. Nein, ich denke, das wird nicht mehr nötig sein. Mr. Jaunet weiß genauso gut wie wir, dass man vor sich selbst nicht fliehen kann. Würden Sie so nett sein und die hier Sergeant Thompson zurückbringen? Ich habe sie aus Versehen mitgenommen. Mr. Jaunet weiß genauso gut wie wir, dass man vor sich selbst nicht fliehen kann. Der gute Jaunet scheint eine Heidenangst zu haben. Glauben Sie, dass er etwas mit dem Mord an Lady Penrose zu tun hat? Das wird uns die Zukunft verraten. Übrigens, mein alter Freund, würden Sie mir inzwischen einen Gefallen tun? Alles, was Sie wollen. Auf Sie kann man sich immer verlassen. Mischen Sie sich heute Abend unter die Gäste des Cafés und beobachten Sie alles. Besonders unseren Freund Jaunet. Das ist ja wohl selbstverständlich. Umso besser. Ich will unbedingt ausschlafen, damit ich morgen früh wieder frisch bin. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Machen Sie es bitte so unauffällig wie möglich. Unauffällig? In der Hinsicht können Sie sich auf mich verlassen. Am Abend füllt sich der Schankraum mit skurrilen Gestalten vom Land. Dr. Watson und unauffällig, das hat noch nie geklappt, würde Meisterdetektiv Sherlock Holmes jetzt sagen. Jaunet bleibt hier. Doch, da wird schon was dran sein, glaubt mir. Hexen, Vampire, Geister, Ungeheuer, Gespenster? Man findet sowas immer wieder, wenn es um Verbrechen geht. Und darum habe ich mir gesagt, Pops, das ist das Werk eines übernatürlichen Wesens. Entschuldigen Sie, ich hörte gerade, Ihr Name ist Pops und Sie interessieren sich für die Aufklärung von Verbrechen. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Watson, Dr. Watson, 221 Baker Street, London, England. Sehr freut. Also dann zum Wohl. Das perfekte Verbrechen soll leben. Ihrem Trinkspruch nach zu urteilen, haben Sie schon eine Menge Intus. Ach, ein Schlauberger ist das. Ebenso schlau der Kerl, wie ein alter Affe hässlich ist. Dann werden Sie auch wissen, dass ich noch heute dieses gottverfluchte Dorf verlasse. Gleich geht's los. Ich verziehe mich zur Busstation, Freundchen. Ich warte nur noch auf die Hupe. So viel ich weiß, heißt das Horn, was Ihre Busse hier haben. Für mich Hupe. Für Sie Horn. Und wenn Sie 10-mal Hupe sagen, für mich ist es doch ein Horn. Ach, das ist mein Bus, Gentleman. Ich habe deutlich seine Hupe gehört. Ganz deutlich. Wenn Sie den Fall geklärt haben, lassen Sie es mich wissen. Ich persönlich tippe auf das Gespenst. Und du hör auf meinen Rat, Briefträger. Verdufte aus diesem Kaff, bevor man dich findet mit durchschnittener Kehle. Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Hier also ist der Mord geschehen. Ja, Mr. Holmes. Es gibt einen Fußweg, der unmittelbar neben der Kirche durch das Moor führt. Eine halbe Meile hinter dem Dorf zweigt er ab. Danke, Sergeant. Ich werde ihn schon finden. Mr. Holmes, es wäre sicher besser, wenn ich mitgehe. Nachts ist es verdammt gefährlich im Moor. Der dichte Nebel, ein falscher Schritt. Gut gemeint, Sergeant, aber es ist wichtig, dass ich allein gehe. Machen Sie sich keine Sorgen. Wird Dr. Watson Sie begleiten? Nein, heute nicht. Ich habe ihn gebeten, ein paar Nachforschungen anzustellen. Und wie ich ihn kenne, steckt er bereits mitten in einem angeregten Gespräch. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Holmes. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Dr. Watson, dann ist hier im Dorf jeder von uns verdächtig. Oh, Verzeihung. Keine Ursache. Oh, bitte, bitte. Ja, manche Fälle sind wirklich sehr interessant. Und zum Beispiel, ich erinnere mich an die Erzählung des berühmten englischen Autors Chesterton. Kann ich Ihnen empfehlen. Wie sich später herausstellte, war der Mörder ein Briefträger. Es handelte sich dabei um einen unsichtbaren Mann. Es war eine der glänzenden Schlussfolgerungen des bekannten Paters Brown. Ich war es aber nicht. Darum habe ich dieses Beispiel gewählt. Um Ihnen daran zu beweisen, dass es völlig absurd ist. Nur weil ein Mann in der Uniform eines Postboten ein Mörder war, gleich jeden anderen ebenfalls diese Uniform trägt, zu verdächtigen. Danke, das ist immerhin ein schwacher Trost. Ach, Unsinn, Geschwätz. Sie sind genau wie die anderen.
Seitdem dieses lächerliche Gespenst hier umgeht. Ja, ja, die arme Lady Penrose. Ich möchte nicht, dass mir dasselbe zustößt. Für mich wird es Zeit. Ich komme mit dir. Gute Nacht, Doktor. Gute Nacht. Milch ist besser. Reichlich beschwipst will Watson seinem Freund Holmes entgegenkommen und verläuft sich im Moor. Ja, Sie sind gut. Ich hatte Ihnen doch den Auftrag gegeben, sich unter die Gäste zu mischen und im Café zu bleiben. Sergeant Thompson hat mir gesagt, Sie wären allein ins Moor gegangen. Da wollte ich Ihnen helfen. Ja, und zu dem Zweck sind Sie in das Loch gefallen. Nein, ich wurde da reingestoßen. Von einem schrecklichen Ungeheuer, das auf mich zukam, wie ein brüllender Drache. Und Feuer spie in alle Richtungen. Bevor ich meinen Revolver ziehen konnte, war es über mir. Und da weiß ich nur noch, dass ich im Modder lag. Was ist denn passiert? Ich habe Schüsse gehört. Es ist alles in Ordnung. Nur Dr. Watson ist dem Gespenst begegnet. Tatsächlich? Kommen Sie, Watson. Sie müssen schleunigst die nassen Sachen ausziehen und eine Tasse heißen Tee trinken, damit Sie sich nicht erkälten. Das wird schon wieder gut. Trinken Sie. Bis morgen sind Sie wieder auf den Beinen. Tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist. Ich teile doch immer die Gefahren mit. Danke, alter Freund. Ich wollte mir das sogenannte Gespenst einmal ansehen. Die Angst der Dorfbewohner musste doch einen realen Grund haben. Aber ich wollte Sie nicht mit hineinziehen. Dummheit. Und sehen Sie, ich hatte mich nicht geirrt. Jetzt kann ich dem ganzen Dorf beweisen, dass unser Gegner kein Geist ist. Von wegen. Bei mir hat er jedenfalls Feuer gespuckt. Da ist Ihre Fantasie mit Ihnen durchgegangen. Der Mörder hat gewusst, dass ich im Moor bin und wollte mir Angst einjagen. Bei mir hat er sein Ziel erreicht. Wie hat er das mit dem Feuer gemacht? Seine Sachen waren getränkt. Und zwar mit Phosphor. Als der Mörder floh, blieb dieses Stück an einer Astgabel hängen. Das ist der Beweis. Bitte? Ich möchte Sie kurz sprechen, Mr. Holmes. Am besten komme ich gleich zur Sache. Nanu, was ist denn Ihrem Assistenten passiert? Ich bin nicht sein Assistent. Damit Sie es genau wissen, ich wurde in ein Schlammloch gestoßen. Im Moor. Gestoßen? Von wem? Weiß ich nicht. Von einem feuerspeienden Etwas. Mein lieber Doktor, obwohl Mr. Holmes noch gegenteiliger Ansicht ist, hat man hier im Moor Dinge beobachtet und gehört, die man nicht allein mit der Logik erklären kann. Darum sollten Sie sich lieber raushalten. Na, ich weiß nicht, Mr. Holmes. Hören Sie, Lord Penrose. Zum ersten Mal in meiner Praxis, seit ich Verbrechen aufkläre, muss ich zugeben, dass ich vor einem Rätsel stehe. Ich bin Detektiv und brauche greifbare Beweise. Aber in diesem Fall habe ich keine gefunden. Und das werden Sie auch nicht. Ich gebe Ihnen den Rat, verlassen Sie Lamour Rouge. Heute Nacht haben Sie noch mal Glück gehabt. Das nächste Mal wird es vielleicht weniger gut ausgehen. Ich danke Ihnen für Ihren wohlwollenden Rat, Lord Penrose. Gute Nacht, Sir. Die wünsche ich Ihnen auch. Ach, gute Nacht. Der Kerl gefällt mir immer weniger. Warum ist er hergekommen? Um zu hören, ob wir irgendetwas herausgefunden haben. Er schien sehr zufrieden, als ich es verneinte. Na schön. Ich stelle jetzt noch ein paar Fragen an Sergeant Thompson. Sie bleiben hier. Für Sie habe ich eine äußerst wichtige Aufgabe. Sehr gern, Holmes. Was soll ich also tun? Schlafen gehen. Ah. Ja, ein Firmenetikett. Sehen Sie mal. Der Stoff ist nicht mehr neu. Der Name der Firma ist kaum zu entziffern. Ja, leider. Aber die Farben lassen sich noch erkennen. Das Muster war rot mit blauen Streifen. Er muss oft gewaschen worden sein. Die Streifen sind fast völlig verblasst. Es ist ein Stoff von guter Qualität. Ah, guten Abend, Bill. Guten Abend, Sergeant. Es muss ja etwas sehr Wichtiges sein, wenn Sie mich noch so spät hierher bestellen. Sehr richtig. Das hier ist Mr. Holmes. Er möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Und das ist Mr. Taylor, der Ladenbesitzer. So. Guten Abend, Mr. Taylor. Guten Abend, Sir. Haben Sie Hemden mit diesem Muster? Rot kariert mit blauen Streifen? Ja, die habe ich. Können Sie sich erinnern, an wen Sie sie verkauft haben? Ja, das kann ich. Ich habe immer welche am Lager für Richter Brisson, weil er nämlich keine anderen trägt. Richter Brisson? Wer ist das? Jetzt ist er pensioniert. Ein Invalide. Lebt allein mit seiner Haushälterin. Haben Sie diese Hemden auch an andere verkauft? Nein, Sir, die sind viel zu teuer für die Leute im Dorf. Das ist beste Qualität. Importware. Sie sagten, er wäre Invalide. Ja, er war damals Richter in Quebec. Vor 2 Jahren hat er einen Schlaganfall. Seit der Zeit ist er gelähmt und wohnt ja bei uns in Lamour Rouge. Um die Zeit ist ja wohl auch Journet hergezogen. Ja, Sie haben recht. Es war wirklich zur selben Zeit. Hallo, Vermittlung. Geben Sie mir bitte Richter Brisson. Danke. Richter Brisson ist ein unausstehlicher alter Mann, der mitten im Moor wohnt, mit seiner Haushälterin und einem scharfen Schäferhund. Sie sollen doch abends nicht mehr ans Telefon gehen. Ja, Sir. Sie haben zu tun, was ich Ihnen sage. Ja.
Geht keiner ran. Wo wohnt er? Na, beim Moorweg. Aber ich würde Ihnen nicht raten, nachts dahin zu gehen, Mr. Holmes. Sein Haus ist wie eine Festung und wird von einem sehr scharfen Hund bewacht. Gut. Sei still! Ja, ja, ist schon gut. Ruhig! Bist ein braver Hund. Sie? Sherlock Holmes und Dr. Watson, wir haben unseren Besuch telefonisch angemeldet. Sie können ihn nicht besuchen. Er hat ausdrücklich verboten, jemanden ins Haus zu lassen. Wollen Sie schuld sein am Tod von Richter Brisson? Nein, Sir. Dann sollten Sie uns lieber reinlassen. Wenn ich das tue, verliere ich womöglich meine Stellung. Nicht, wenn wir mit Richter Brisson gesprochen haben. Ich warne Sie. Keinen Schritt näher. Ich verfehle Sie nicht. Wir sind nicht hierher gekommen, um Sie anzugreifen, sondern um Sie zu beschützen. Ich habe Ihnen schon heute Morgen am Telefon gesagt, Mr. Sherlock Holmes, dass ich Sie hier nicht zu sehen wünsche. Ich will niemanden sehen. Aber ich möchte Sie sprechen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nora, bringen Sie die beiden wieder raus. Richter Brisson, beantworten Sie mir einige Fragen, dann kann ich vielleicht Ihr Leben retten. Ich kann mich völlig auf meine eigenen Sicherheitsmaßnahmen verlassen. Und werde Sie bestimmt nicht eintauschen gegen die Theorien eines Mr. Sherlock Holmes. Und wenn Sie noch so einleuchtend sind, wie Sie sagen. Also gehen Sie jetzt. Sehr bedauerlich. Unter diesen Umständen werde ich Ihren Tod nicht verhindern können. Es wird ein gewaltsamer Tod sein. Es tut mir leid. Aber ich lebe in ständiger Angst vor allem und jedem. Ich... Möchten Sie sich nicht setzen? Wollen Sie sich unbedingt umbringen lassen? Kommen Sie bitte rein und schließen Sie die Tür. Setzen wir uns erstmal. Richter Brisson hat es sich anders überlegt. Ach, wie nett von ihm. Tja, meine Herren, diese Furcht macht mich langsam wahnsinnig. Kann ich verstehen. Das halbe Dorf scheint Angst zu haben. Aber in Ihrem Fall, wenn man an den bissigen Hund denkt, an die vergitterten Fenster und an Ihr Jagdgewehr, Sie fürchten sich nicht vor einem Gespenst. Also, was ist es? Wovor haben Sie Angst? Ja, ehrlich gesagt, Mr. Holmes, ich weiß es nicht. Und trotzdem ist es da, ich fühle es. Manchmal ist mir, als brauchte ich nur die Arme auszustrecken, um es zu berühren. Kurz nachdem ich nach La Mont Rouge gekommen war, hatte ich einen leichten Schlaganfall, der meine Beine lähmte. Aber ich wurde wieder gesund. Und Sie haben weiter in den Kranken gespielt, blieben im Rollstuhl und sind nicht mehr ins Dorf gegangen. Ach, wissen Sie, die Leute hier waren schon gewöhnt an meine Krankheit. Da ließ ich es dabei. Ja, ich verstehe. Noch etwas, Richter Brisson. Hatten Sie schon mal von Mr. Journet gehört, bevor Sie hierher kamen? Nein. Nein, noch nie. Ach, übrigens, wie viel solcher Hemden hat Ihnen Ihre Haushälterin gekauft? 4 oder 5 vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Haben Sie sie noch? 1 oder 2 davon waren schon abgetragen. Und da habe ich Miss Nora, meiner Haushälterin, gesagt, sie möchte sie einem Mann geben, der im Garten geholfen hat. Können Sie ihn beschreiben? Nein, tut mir leid, das kann ich nicht. Es ist mehr als ein Jahr her und schließlich habe ich ihn mir nicht so genau angesehen. Er arbeitete im Garten. Kann sich Miss Nora noch erinnern? Nein, sie war damals noch nicht bei mir. Ihre Vorgängerin ist jetzt im Ausland. Sie müssen versuchen, sich zu erinnern. Ihr Leben kann davon abhängen. Doch, eins fällt mir wieder ein. Auf einem Bein hinkte er etwas. Mir fiel es auf, als ich am Fenster saß, während er den Rasen hakte. Großartig. Seien Sie weiterhin vorsichtig, Richter Brisson. Und lassen Sie niemanden ins Haus. Auch wenn Sie denjenigen kennen. Was meinen Sie? Es muss nicht stimmen, aber es wäre eine Möglichkeit. Ich vermute, dass Sergeant Thompson einen Mann, der hinkt, bemerkt haben wird. Besonders in einem kleinen Ort wie La Mont Rouge. Vielen Dank, Richter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich vermute, dass Sergeant Thompson einen Mann, der hinkt, bemerkt haben wird. Besonders in einem kleinen Ort wie La Mont Rouge. Sie suchen den einzigen Mann auf, der hinkt. Er wohnt in einer verfallenen Hütte im Moor und heißt Tonnerre. Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen, Tonnerre. Ich habe nichts getan. Einen Grund mehr, unsere Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Sagen Sie, Tonnerre, wo waren Sie vorgestern Abend? Auf dem Fluss. Und gestern Nacht? Ich bin erst heute Abend zurückgekommen. Sie lügen, Tonnerre. Von Ihnen lasse ich mir keine Angst einjagen. Und jetzt habe ich zu tun. Wir wissen genau, dass Sie innerhalb der letzten 48 Stunden nicht auf dem Fluss waren. Jetzt versuchen Sie wohl mir den Mord an Lady Penrose in die Schuhe zu schieben. Woher wissen Sie, dass sie ermordet wurde? Ich werde Ihnen sagen, woher. Weil Sie es waren. Holmes, sehen Sie, das Gespenst. Genau. Eins von Brissons Hemden, das von Tonnerre mit Phosphor getränkt wurde. Verhaften Sie ihn, Sergeant. Doch der Sergeant ist viel zu langsam und Tonnerre ist schon im Moor verschwunden. Dann gibt's doch keinen Grund, warum wir nicht morgen endlich zurückfliegen. Darüber reden wir später. Aber zunächst mal, was halten Sie davon? Lag in Tonnerres Zimmer. Eine Fotografie. Sehr richtig, eine Fotografie. Fällt Ihnen sonst nichts daran auf? Die obere Hälfte fehlt. Bravo, Watson. Jetzt brauchen wir nur noch die andere Hälfte. Sehen Sie sich die dunkel gefärbte Bruchkante an und die verblasste Unterschrift. So, der große Sherlock Holmes spielt mit einem Mal den Dieb. Sie werden wissen, dass ich Sie hätte erschießen können. Da Sie es abgelehnt hätten, mich zu empfangen, musste ich es auf diese Weise versuchen. Sagen Sie mir, wer ist Alistair Ramsden? Was hat er mit Ihrem Eindringen zu tun?
Vielleicht gibt Ihnen das die Antwort. Ich fand erst die untere Hälfte. Und zwar im Zimmer eines Seemanns namens Tonnerre. Die obere Hälfte war im Schreibtisch von Lady Penrose. Alistair Remsen. Er war damals mit meiner Frau am selben Theater. Er bekam lebenslänglich Zuchthaus wegen Mordes. Das war ein schwerer Schlag für sie. So schwer, dass sie das Theater verließ und kurz danach ihre Frau wurde. Ja. Wo und wann wurde dieser Mord begangen? In Quebec, vor 5 Jahren. Remsen wurde 3 Jahre später erschossen, als er den Versuch machte, auszubrechen. Er wollte über den St. Lorenz-Strom entkommen. Wurde seine Leiche gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Lord Penrose, Alistair Remsen und Tonnerre sind ein und dieselbe Person. Was? Er schickte ihre Frau den oberen Teil der Fotografie als Warnung. Was sollte meine Frau mit diesem Mörder zu tun haben? Er hat sie getötet. Er was? So ist es. Das Gespenst ist niemand anders als Tonnerre der Seemann. Wir fanden in seinem Zimmer ein mit Phosphor getränktes Hemd. Als wir ihn heute Abend in seinem Unterschlupf verhaften wollten, reagierte er blitzschnell und sprang in den Fluss. Sergeant Thompson hat 2-mal nach ihm geschossen. Heißt das, er ist tot? In gewisser Hinsicht, ja. Wie soll ich das verstehen? Ja, Tonnerre ist tot. Aber nur, weil er entdeckt wurde. Und deswegen hat er in dieser Rolle ein für alle Mal ausgespielt. Aber vergessen Sie nicht, Alistair Remsen ist Schauspieler. Er wird in eine neue Rolle schlüpfen und als ein anderer weiterleben. Na hören Sie, Sie wissen, dass er der Mörder ist. Und die Polizei... So einfach ist das nun wieder nicht. Seitdem er hier lebt, hat Remsen für seine Zwecke sicher noch eine weitere Person geschaffen. Vielleicht sogar mehrere. Die im Laufe der Zeit den Bewohnern von La Morouge vertraut wurden und über jeden Verdacht erhaben sind. Das bedeutet, es könnte jedermann hier im Dorf sein. Unter Umständen sogar ihr Butler, Drake. Absurde Idee. Nein. Der Tod von Lady Penrose war nur der Anfang. Niemand weiß, wen er sich als nächstes Opfer ausgesucht hat. Sagen Sie bitte, gibt es noch jemanden in La Morouge, der zu Remsen in irgendeiner Verbindung steht? Richter Brisson. Er hat damals den Prozess geführt und ihn verurteilt. Vermittlung. Geben Sie mir Richter Brisson. Es ist dringend. Richter Brisson? Hier ist Sherlock Holmes. Ah, guten Abend, Mr. Holmes. Bei mir ist alles in Ordnung, danke. Der Hund ist angeboten, wie Sie gesagt haben. Das soll ich gesagt haben? Ich habe Sie nicht angerufen. Jemand hat am Telefon meine Stimme nachgeahmt, um bei Ihnen eindringen zu können. Ja, so wird es sein, Mr. Holmes. Ich werde sämtliche Türen abschließen und auf Sie warten. Ja. Nora! Nora! Als Sherlock Holmes kurze Zeit später eintrifft, ist Nora gefesselt und Richter Brisson liegt mit aufgeschlitzter Kehle auf dem Boden. Sergeant Thompson, hier ist Sherlock Holmes. Ich bin bei Richter Brisson. Er wurde ermordet. Richter Brisson ist ermordet worden. Richter Brisson? Er ist in das Haus eingedrungen, hat die Haushälterin gefesselt, ihre Kleider angezogen und Richter Brisson ermordet. Ich gehe jetzt in das verlassene Hotel, für den Fall, dass er eine neue Verkleidung anlegen will, um als anderer aufzutauchen. Sagen Sie Dr. Watson, er möchte sofort hinkommen. Übernehmen Sie alles Weitere, Sergeant. Wieder zieht es Sherlock Holmes in die halb verfallene Hütte von Tonnerre. Er vermutet, dass der Mann sich dort noch aufhält. Ich bin es nicht gewöhnt, im Scheinwerferlicht zu stehen, so wie Sie. Mein Kompliment. Sie haben also doch herausgefunden, wer ich bin. Ihre Rolle als Tonnerre und Nora haben Sie glänzend gespielt. Die Verkleidung war wirklich gut. Es war ein großer Fehler von Ihnen, dass Sie auf der Szene erschienen sind und damit meine Rolle als Gespenst vorzeitig beendet haben. Die meisten Einwohner von La Morouge glaubten, das Gespenst wäre der Mörder. Das muss Sie außerordentlich befriedigt haben. Warum brachten Sie Lady Penrose um? Da ich sie in der Hand habe, brauche ich es nicht zu verschweigen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie einem anderen Mann gehört. Und Richter Brisson? Während des Prozesses habe ich angefangen, ihn zu hassen. Und als er mich zu lebenslänglich verurteilte, habe ich mir geschworen, eines Tages brichst du aus und bringst ihn um. So ist das. Aber Sie haben auch noch einen anderen Mord geplant. Sonst wären Sie zu Ihrer ursprünglichen Verkleidung zurückgekehrt, in der Sie glaubten, sicher zu sein. Das ist richtig. Das habe ich. Es gab 3 Menschen in meiner Vergangenheit, die kein Recht mehr hatten zu leben. 2 davon sind schon tot. Der 3. ist noch übrig. Heute Nacht kommt er an die Reihe. Mr. Holmes, ich war immer ein großer Bewunderer Ihrer Fähigkeiten. Danke. In diesem Fall haben auch Sie Ihre Rolle brillant gespielt. Zu brillant, sodass ich leider gezwungen bin, den Vorhang darüber fallen zu lassen, vor dem Ende des Stückes. Mr. Remsen, wir beide sind erste Garnitur in unserem Fach und keine billige Durchschnittsbesetzung. Wenn unsere Positionen umgekehrt wären, würde ich es für unfair halten, Sie in den Tod zu schicken,
bevor Sie nicht alle Einzelheiten wüssten. Was wollen Sie wissen? Den Namen der dritten Person. Ich sehe keinen Grund, es nicht zu sagen. Wenn es ein Jenseits gibt, was ich stark bezweifle, dann werden Sie beide sich dort bald wiedersehen, Mr. Holmes. Der Name der dritten Person ist... Leider tauchte genau in diesem Moment Dr. Watson auf. Nora, die Haushälterin, gespielt von Alistair Ramsen. Alistair Ramsen? Nie von ihm gehört. Das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist nur, dass er der Mörder von Lady Penrose und Richter Brisson ist. Hier war es. Ja, Watson. Alistair Ramsen ist ein Wahnsinniger. Er hat sein Vorhaben noch nicht zu Ende geführt. Er plant einen neuen Mord. Er wollte mir gerade den Namen des Opfers nennen, als Sie die Treppe raufkamen. Das tut mir leid. Aber warum, alter Freund? Sie haben mir das Leben gerettet. Sehen Sie mal, Watson. Eine Perücke. Tatsächlich. Was glauben Sie, wer der Nächste ist? Offensichtlich ist Journey sein drittes Opfer. Journey? Ja, Watson. As in the cases of Lady Penrose and Judge Brisson, Journey also holds his presence. But in each case it was vague and unexplainable. Oh. Welche Beziehung besteht denn zwischen Journey und Alistair Ramsen? Journey war einer der Wärter in dem Zuchthaus, in dem Ramsen damals eingesperrt war. Er ist die dritte Person, an der sich der Mörder rächen will. Ah, und jetzt ist er verschwunden. Journey ist verschwunden? Ja, Marie hat es mir gesagt. Im Café. Watson, die Flucht von Journey kann nur eine Ursache haben. Er hat sich versteckt. Unsere Aufgabe ist es, ihn vor Ramsen zu finden. Journey ist der Einzige, der uns zum Mörder führen kann. Ich muss erst einmal mit Marie sprechen. Wie immer sind zu dieser Stunde alle Männer im Pub und schon ziemlich betrunken. Marie. Rühren Sie nicht an, Watson. Auf die gleiche Weise wie bei Richter Brisson und Lady Penrose. Das arme, unschuldige Kind. Was hatte sie denn damit zu tun? Sie können nichts dafür, alter Freund. Sie haben getan, was möglich war. Wie hätte man das verhindern können? Wer hätte voraussehen können, dass es auch Sie treffen würde? Ich glaube, ich weiß, wie es geschah. Sie stand hinter dem Schreibtisch und... Der Mörder kam durch diese Tür rein. Er kam zwar durch diese Tür, aber Marie war nicht im Zimmer. Sie hielt sich im Café auf bei den Gästen und sah Ramsen hier im Büro. Sie muss ihn gut gekannt haben. Vielleicht hoffte sie auf eine Nachricht von ihrem Vater, darum folgte sie ihm hierher. Und als sie sich weigerte, ihm zu sagen, wo ihr Vater ist, tötete er sie. Ramsen wusste schon, dass Journey verschwunden war, aber er wusste nicht, wohin. Es hat nicht geklappt. Was hat nicht geklappt? Ich war überall, wo sich Journey hätte verstecken können. Das hat den ganzen Tag gedauert. Ja, Watson. Ich muss zugeben, ich bin an einem toten Punkt angelangt. Wir müssen Journey finden, bevor es zu spät ist. Aber wie? In einem Umkreis von 5 Meilen habe ich jeden Winkel durchsucht. Bis zur Kirche bin ich gegangen. Wer weiß, unter welcher Maske Ramsen ihm nachstellt. Vielleicht ist er schon längst in Quebec. Alle Straßen sind besetzt. Aus Lamour Rouge kommt im Augenblick keiner raus. Ich gehe ran. Hallo? Hallo? Wer war denn im Apparat? Watson, nehmen Sie Ihren Mantel. Sie machen mir vielleicht Spaß. Den ganzen Tag lassen Sie mich allein mit einem Polizisten, der kann mein Wort rausbringen. Und dann sagen Sie nur, Watson, nehmen Sie Ihren Mantel. Ich weiß jetzt, wo wir Journey finden. Sergeant, warten Sie hier auf meinen Anruf. Watson, nehmen Sie Ihren Mantel. Journey, was wollen Sie von mir? Wir sind gekommen, um Ihnen zu helfen. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Als Sie vorhin anriefen, war ich am Apparat. Da habe ich Brissons Uhr schlagen hören. Und das hat mir bestätigt, was ich schon ahnte. Sie müssen sofort mit zurückkommen ins Café. Ich werde dieses Haus nicht verlassen. Der Mörder wartet draußen im Mont und wird mich umbringen, wenn ich hier rausgehe. Sie haben nur eine Möglichkeit, Ihr Leben zu retten. Kommen Sie mit uns ins Café. Das ist diese Möglichkeit. Nur so können wir den Mörder zur Strecke bringen. Und wenn ich mich weigere? Journey, ich habe Ihnen etwas sehr Trauriges mitzuteilen. Marie... Was? ...wurde ermordet. Jetzt wissen Sie, warum Sie zurückkommen müssen. Dieser Teufel... muss vor Gericht gestellt werden. Vor Gericht? Er hat meine Tochter auf dem Gewissen und Sie wollen ihn vor Gericht bringen. Dadurch bekomme ich mein Kind auch nicht wieder. Ich schwöre Ihnen, mit meinen eigenen Händen werde ich ihn umbringen. Keiner darf sich dem Gesetz entgegenstellen. Wenn Sie wieder im Hotel sind, wird er versuchen, Sie zu töten. Dann haben wir ihn. Woher wissen Sie, dass er dort ist? Das wissen wir. Nur nicht, hinter welcher Verkleidung er sich verbirgt. Wer ist es? Alistair Ramsen. Hä? Kennen Sie den Namen? Er ist aus dem Zuchthaus ausgebrochen, in dem ich damals Wärter war. Journey, wenn Sie sich nicht Ihr ganzes Leben Vorwürfe machen wollen, dann kommen Sie mit ins Hotel und helfen Sie mir, ihn ein für alle Mal unschädlich zu machen. Einverstanden. Ich gehe mit. Gut.
Vielleicht verraten Sie mir, wie Sie das machen wollen. Das erkläre ich Ihnen gleich auf dem Weg zum Hotel. Sie wollen uns also wirklich verlassen, Doktor? Ja, Sergeant, so ist es. Mr. Sherlock Holmes und ich kehren sofort nach London zurück. Es ist zwar sehr bedauerlich, aber der Mörder ist uns entwischt. Es gibt eben auch Fälle, die wir nicht aufklären können, so leid es uns tut. Und Sie haben auch keine Ahnung, wohin er geflohen ist. Mr. Holmes vermutet, dass er die Grenze überschritten hat und sich in den Vereinigten Staaten aufhält. Es können Jahre vergehen, bis man ihn fasst. Wenn überhaupt. Ach, schon nee, einen Moment, unsere Rechnung bitte. Wieso? Mr. Holmes und ich haben beschlossen, abzureisen. Tut mir leid, Dr. Watson, ich wollte gerade in die Kirche gehen, um für Marie zu beten. Ich werde Ihnen die Rechnung nachschicken. Aber natürlich, mein Lieber, das verstehe ich. Wir legen unsere Adresse auf den Schreibtisch. Mr. Pops, es war mir eine Freude, die Bekanntschaft eines so klugen Mannes zu machen. Danke, Dr. Watson. Ihre Geschichten waren sehr interessant und ich habe viel daraus gelernt. Sie übertreiben. Und wenn wir uns eines Tages wiedersehen, dann werde ich Ihnen noch mehr Detektivgeschichten erzählen. Oh, das würde mich sehr freuen. Ach, da fällt mir ein, Mr. Holmes möchte einmal kurz mit Ihnen sprechen. Ja. Er wartet auf Sie. Es ist das zweite Zimmer. Oben rechts. Danke. In der Zwischenzeit laufen der Briefträger und er durchs Moor. Es wird immer nebliger und unheimlicher. Das mit Marie ist wirklich ein Jammer. Sie war ein reizendes Mädchen. 3 Tote in 3 Tagen. Und manche sagen, es wird vielleicht noch ein vierter folgen. Du hast wohl Angst, Emil. Ich habe nie gedacht, dass du Angst haben könntest. Der Mann, den ich im Zuchthaus gehasst habe. Sherlock Holmes. Ja, Mr. Ramsen. Wie Sie sehen, ist der Vorhang noch nicht gefallen, was mich betrifft. Ich dachte, Sie wären abgereist nach London. Natürlich. Ich wollte ja auch, dass Sie das glauben. Deshalb hat es Dr. Watson im Café auch so publik gemacht. Journée ist unterwegs zur Polizeistation. Ich war nur der Ersatzmann für Journée. Als Sie weg waren, habe ich mich verkleidet. Darf ich fragen, Mr. Ramsen, wie es Ihnen gelang, den Postboten zu spielen? Das war doch sehr gefährlich für Sie. Man hätte leicht Verdacht schöpfen können. Es war ziemlich leicht. Ich habe einfach die Stelle des richtigen Mr. Pops eingenommen. Ich habe ihn beseitigt, nachdem er seine Prüfung abgelegt hatte und offiziell eingesetzt worden war in La Montrouge. Es ist Ihnen wohl klar, dass Sie mich niemals lebend der Polizei übergeben werden. Das dürfte ein kleiner Irrtum sein, Ramsen. Es ist meine Pflicht, Sie den Behörden zu übergeben und das werde ich unter allen Umständen tun. Sie sind ein Optimist, Mr. Holmes. Ich habe meine Gründe dafür. Wir sind von Polizisten umgeben, die auf mein Zeichen warten. Er reißt sich von Sherlock Holmes los und rennt in den Nebel. Kurze Zeit später hört man einen markerschütternden Todesschrei. Zurückkommt nach einigen Minuten der Wirt. Ich habe ihn in Notwehr getötet. Damit. Ramsen starb durch das Werkzeug, mit dem er seine Morde beging. Also, meine Herren, dieser Fall endet dort, wo er begonnen hat, in den Sümpfen. Hey, Watson! Watson! Wo sind Sie? Eben war er noch neben mir, vor einer Minute. Watson! Hier bin ich. Wo denn? Ich bin schon wieder in ein Loch gefallen. Wir bewegen uns aus dem Moor heraus in unser Wohn-, Schlaf- oder Esszimmer. Das war's bei Hör mal zu und deinem persönlichen Kopfkino. Danke uns jetzt mit einem Like und bis demnächst hier auf deinem Community-Kanal. Es ist unmöglich, von Hör mal zu nicht gefesselt zu sein. Da ist eine junge Dame, die Sie sprechen möchte, Mr. Holmes. Nicht jetzt, ich bin jetzt gerade sehr beschäftigt. Sie wirkt außerordentlich gebildet. Eine wirkliche Dame. Sie sagten es. Und sie meint, es wäre dringend. Mrs. Hudson, es ist auch extrem dringend, wie Sie wissen sollten, wenn ich an einem Fall arbeite. Verzeihung, mich treibt stärkste Besorgnis, Mr. Holmes. Sonst würde ich Sie nicht an einem Sonnabend zu stören wagen. Vielleicht, wenn Sie die Reaktion... Später ging es doch auch noch. Also gut. Nehmen Sie Platz, Miss... Violet Smith. Dr. Watson. Danke, danke, Mrs. Hudson. Eine wirkliche Dame. Oh, bitte. Danke, aber mir reicht dieser Stuhl. Nun, so sei's. Miss Smith, jetzt möchte ich gern hören, was in Ihnen solche Besorgnis weckt. Es ist gewiss nicht Ihre Gesundheit.
Wer Rad fährt wie Sie, ist ein Mensch voller Energie. Ich fahre Rad, woher wissen Sie das? Die Aufrauung Ihres Schuhleders an je einer Seite, verursacht durch Reibung der Pedale. Exzellent, Watson. Ich würde das auch sagen. Oh, ja, ich fahre wirklich gern Rad. Und wenn die Strecke zu weit dafür ist, nehme ich es sogar mit in den Zug. Es ist meine Passion, alle Details zu beachten. Zunächst hätte ich beinahe angenommen, Sie verdienen sich den Unterhalt Ihres Lebens mit Maschinenschreiben. Aber nein, es ist offensichtlich Musik. Sehen Sie selbst, Watson, die besondere Form der Finger, die auf beide Tätigkeiten schließen ließe. Jedoch betrachten Sie, wie durchgeistig das Gesicht ist. Vom Maschinenschreiben kann das nicht herrühren. Diese Dame ist eine Musikerin. Ja, Mr. Holmes, ich gebe Musikstunden. Mhm. Und auf dem Lande, zweifellos nach Ihrer Gesichtsfarbe. Na, bei Farnham, auf einem Landgut in Surrey. Mr. Holmes? Ja? Aber bitte, jetzt möchte ich erklären, warum ich hier bin. Ich bin das einzige Kind. Und mein Vater starb vor wenigen Jahren. Sein Name und was tat er? James Smith. Und er hat ein Orchester dirigiert, das vom alten Imperial sierte. Oh, das gute alte Imperial. Ja. Bitte so weiter. Meine Mutter und ich, wir lebten von da an ganz allein auf der Welt. Es gab zwar noch einen Onkel, Ralph Smith, aber der war in Afrika, 15 Jahre schon. Und wir haben niemals ein Wort von ihm gehört, obwohl wir Weihnachtskarten und Fotos schickten. Mhm. Mr. Holmes, ich hoffe, Sie verstehen. Sie, denke ich, wollen mir sagen, Sie und Ihre Mutter sind sehr arm. Auch wenn Sie eine wirkliche Dame sind, klug und mit Talent. Wir waren arm, Mr. Holmes. Ah. Etwa 4 Monate ist es her. Im Februar war's. Da überraschte uns eine Annonce in der Times. Nach unserem Aufenthalt wurde gefragt. Sie werden verstehen, wie aufgeregt ich war. So etwas geschieht doch eigentlich nur bei einer Erbschaft. Ich ging gleich zu dem Anwalt, dessen Name unter der Annonce stand. Das ist Miss Violet Smith. In der Kanzlei des Anwalts warteten bereits 2 Männer auf mich. Ein Mr. Carser und ein Mr. Woodley. Sie waren soeben aus Afrika angekommen. Ich wünschte, ich könnte sagen, Ihr Onkel hinterließ ein Vermögen für Sie. Aber leider... Er ist leider in großer Armut gestorben. Er war aber ein Freund von mir und ich bin nicht ohne Mittel. Meine Mutter und ich, wir leben auch so nicht schlecht. Gewiss. Und ich bin kein Wohltäter. Ihr Onkel Ralph sagte, Sie wären sehr musikalisch. Sind Sie Lehrerin für Musik? Ja. Miss Smith, ich habe meine Frau verloren. Meine Tochter ist 10 Jahre. Klein Sarah. Sie braucht Musikunterricht. Sie sehen also, ich biete keine Wohltätigkeit. Es ist Arbeit. Er will, dass Sie für ihn arbeiten. Und in welcher Gegend von London ist Ihre Wohnung, Mr. Carser? In keiner. Ich habe ein Gut etwa 6 Meilen von Farnham in Surrey, die Children Ranch. Aber das ist unmöglich. Da wäre meine Mutter ja allein. Ich bezahle Ihnen 100 Pfund im Jahr. 100 Pfund im Jahr? Oh ja. Etwa das Doppelte von dem, was üblich ist, glaube ich. Mindestens. Und Sie haben auch akzeptiert. Sonst würden Sie ja nicht hier sein. Ja, ich habe akzeptiert. Da Mr. Carruthers auch einverstanden war, dass ich jedes Wochenende meine Mutter besuche. Dann wäre dies einer Ihrer Wochenendbesuche in London. Ja. Erzählen Sie mir über Ihr Leben in Chiltern Ranch. Für eine Weile war alles ganz normal. Jeden Montagmorgen nahm ich den Zug nach Farnham und fuhr dann mit dem Rad von der Bahnstation aus. Mr. Carruthers war zufrieden mit meiner Arbeit. Er behandelte mich freundlich und rücksichtsvoll wie einen Gast. Eine wahre Idylle. Das war's.
Was verdarb den Frieden? Ein Besucher. Mr. Woodley. Schon wieder gut geraten, Mr. Holmes. Miss Smith, ich habe kombiniert. Erzählen Sie über diesen Besuch. Er kam an und bleiben wollte er eine Woche. Mir kam es vor, als wären es Monate. Eines Abends, nach dem Dinner, da ergab es sich, dass Mr. Carruthers uns eine Zeit lang allein lassen musste. Man möchte mit Ihnen sprechen, Sir. Würden Sie mir bitte nicht den Rauch ins Gesicht blasen, Mr. Woodley? Und Sie wollen, dass ich Ihren Worten glaube? Was ich sag, meine ich. Wenn Frauen sagen, dass sie irgendwas nicht wollen, dann meinen sie meist genau das Gegenteil. Ich meine ganz genau das, was ich sage. Mr. Woodley, bitte lassen Sie mich jetzt allein. Nein. Das Letzte, was ich will, ist, Sie allein zu lassen. Nicht bevor Sie reingeschaut haben in mein Herz. Was wollen Sie von mir? Dass es mir an feinen Manieren fehlt, weiß ich, aber ich bin bereit zu lernen. Sie müssen es mir nur beibringen. Oh, das ist absurd. Das ist nicht absurd. Ich bitte Sie, nur meine Frau zu werden. Ich meine es ernst. Und biete was. Wohlstand ist kein Problem. Ich habe viel Geld gemacht drüben in Afrika. Was immer Sie sich wünschen, Sie bekommen's. Und Sie kriegen noch mehr, als Sie sich wünschen werden. Juwelen, Diamanten. Große Diamanten. Die herrlichsten der Welt gebe ich Ihnen. Ich will von Ihnen keine Diamanten. Denken Sie noch mal drüber nach, so lange warte ich. Da denke ich nicht mehr drüber nach. Ich finde Ihre Idee lächerlich, einfach lächerlich. Und ich werde es immer wieder versuchen. Sie sind eine wunderschöne Frau. Hören Sie. Zeigen Sie mir wenigstens, dass ich Ihnen nicht ganz missfalle. Mit einem kleinen Küsschen wäre es ja schon getan. Hm? Auf die Wange reicht es schon. Mr. Woodley, bitte hören Sie damit auf. Wenn das eine Frau sagt, meint sie, dass sie doch... Nein! Je mehr sie sich wehren, desto mehr Spaß macht es mir. Mr. Cursor, helfen Sie mir! Verlassen Sie mein Haus! Jawohl! Ich werde gehen. Ich bin nicht interessiert an alten Männern. Und an alten Jungfern. Mr. Woodley verließ das Haus. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Schweinehund. Watson. Hat sich seither in dem Verhalten von Mr. Carruthers etwas verändert? Nein. Oh nein, er ist nach wie vor höflich, rücksichtsvoll und freundlich. Tja, Miss, gibt es denn dann noch etwas? Ja. Da ist noch etwas, scheint es. Oh, es mag sein, das ist nur Einbildung von mir. Aber es sieht für mich aus, als zeige Mr. Carruthers großes Interesse für mich. Oh, er hat nie etwas davon gesagt. Er ist ein vollkommener Gentleman. Aber eine Frau, die spürt so etwas. So ist es, Miss Violet. Und ich nehme an, dass Sie die Gefühle, die Sie bei Mr. Carruthers spüren, nicht erwidern. Er ist ein Mensch, den ich durchaus bewundere. Aber ich bin bereits verlobt. Oh, der Name dieses beneidenswerten jungen Mannes? Sir Martin. Er ist Elektroingenieur bei Midland Electric Company in Coventry. Gegen Ende des Sommers wollen wir heiraten. Ich wünsche viel Glück. Danke. Aber ich verstehe nicht recht, warum Sie zu mir gekommen sind. Das ist eine fesselnde Geschichte, das ist wahr. Nur was ist es, das Sie fürchten? Sie haben doch keinen Grund. So wie es sich mir darstellt, sorgen Sie doch sehr gut für sich selbst. Bitte. Helfen Sie mir, Mr. Holmes. Was ist denn?
Ich werde seit einer Weile verfolgt. Verfolgt? Von wem? Ein Mann auf einem Fahrrad. Jeden Samstagmorgen fahre ich mit dem Fahrrad vom Haus zum Bahnhof Farnham, um den Frühzug in die Stadt zu erreichen. Zwischen der Carlington-Heide und den Wäldern von Carlington House gibt es eine einsame Strecke. Da ist im Allgemeinen keine Menschenseele zu treffen. Vor 2 Wochen aber, als ich gerade an dieser Stelle war, sah ich zufällig zurück und erblickte einen Mann, ebenfalls auf einem Rad. Und am folgenden Montag, als ich zurückkehrte, fuhr er mir wieder nach. Und dann? Und am nächsten Sonntag war es wieder so. Und genauso dann am Montag. Weiß Mr. Carras schon Bescheid? Ja. Er hat sich sehr besorgt gezeigt seitdem. Ich soll jetzt einen Wagen nehmen, dass mich der Kutscher beschützen kann. Aber wir haben noch keinen Wagen. Beschreiben Sie mir doch bitte diesen Mann. Auch wenn Sie ihn nur aus der Entfernung sahen. Ja, gern. Aber er trägt einen dunklen Anzug. Er hat eine dunkle Brille auf und er hat einen Bart. Jung? Alt? Ich würde sagen, mittleres Alter. Nun, dann lassen Sie mich mal prüfen, ob ich es richtig sehe. Hier ist die Straße, die Kurve ist hier. An dieser Seite die Carlington-Heide und an der anderen der Wald von Carlington Hall. Wie lange haben Sie hier an der Kurve auf ihn gewartet? Nicht länger als 2 Minuten. Dann hätte er nicht zurückfahren können, die Straße hinunter? Gibt es einen Seitenweg? Nein, an der Stelle gibt's keinen. Oder hätte er durch die Heide wegfahren können? Die Heide ist dort ziemlich kahl und flach. Ich hätte sehen müssen, wenn er dort lang fährt. So lässt sich also alles ausschließen, außer einem Fakt. Er nahm den Weg nach Carlington Hall. Und Mr. Carras, wovon lebt er? Oh, er ist ein reicher Mann. Und wieso hat er dann keine Kutsche? Ja, jetzt finde ich es auch verwunderlich. Aber er fährt oft in die Stadt, bis zu 3 Mal in der Woche. Und zwar geschäftlich, er hat viele Goldaktien. Na ja, so ist das. Sie müssen mich informieren, wenn sich etwas Neues ergeben sollte. Ich bin extrem beschäftigt in diesen Tagen, aber ich werde mir die Zeit nehmen für die Bearbeitung Ihres Falles. Danke, Mr. Holmes. Sie werden inzwischen nichts unternehmen, über das ich nichts weiß. Bitte. Ich bin sicher, dass wir schon sehr bald alles geklärt haben werden. Deswegen kam ich her, Dr. Watson. Ein wirklich reizendes Mädchen. Und es ist Bestandteil der natürlichen Ordnung, dass Männer solchen Mädchen nachlaufen. Ungewöhnlicher ist schon eine Verfolgung durch Radfahrer. Denken Sie, es ist wahr, dass sie in Gefahr ist, Holmes? Oh, ja. Am Montag hatte Holmes einiges in London zu erledigen. Deshalb beauftragte er mich, den Frühzug nach Farnham zu nehmen und die Fahrt von Miss Smith auf besagtem Stück zu beobachten. Die Szenerie war exakt so, wie die junge Dame sie beschrieben hatte. Ein dichter Wald auf der Seite, die an das Gutshaus angrenzte, und völlig offenes Gelände auf der anderen. Ich entschloss mich, ein mir günstig erscheinendes Versteck zu wählen und wartete. Watson, Sie haben Ihre Zeit vertan. Ich glaubte, so war es gut. Nun, Sie wählten einen Platz, der sehr schlecht war. Sie mussten ins Heidekraut auf der anderen Seite. In diesem Falle hätten Sie den Radfahrer gesehen. Gut rasiert. Dieses Geldstück gehört Ihnen. Danke, Sir. Wie es jetzt steht, waren Sie gut 100 Yards entfernt und Sie wissen noch viel weniger, als uns Miss Miss zu erzählen versuchte. Sie behaupten, er hätte sich tief über das Lenkrad gebeugt? Ja, sehr tief. Nun, dann hat er Sie gesehen und er reagierte perfekt auf Sie. Ihre Bemühungen waren bemerkenswert unklug. Er fährt zum Gutshof und Sie nehmen den nächsten Zug nach London und melden mir den Misserfolg.
Nun, ich fand eine Information, die wichtig ist. Der Gutsherr heißt Williamson, das war auch von hier herauszufinden. Aber nicht, dass er ein respektabler älterer Mann ist. Und daher wahrscheinlich nicht der energische Radfahrer, der die Kraft besitzt, mit eben dieser jungen Dame Schritt zu halten. Was hätte ich denn tun sollen? Sie hätten in die nächste Bierstube gehen sollen, das ist die Börse für den Dorfklatsch. Dort hätten Sie jeden Namen bekommen, vom Herrn bis zum Küchenmädchen. Sie aber geben mir Williamson. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Bitte sehr. Na, warte! So, was haben wir nun gewonnen durch Ihre Expedition? Den Fakt, dass Miss Miss die Wahrheit sagt, das war mir sofort klar. Und dass da zwischen dem Radfahrer und dem Gutshaus etwas ist, das habe ich nie bezweifelt. Und das Gut ist gemietet von einem Mann namens Williamson. Was bringt uns das schon? Ich fahre morgen wieder hin und besuche die Bierstube. Nein, mein Guter, tun Sie jetzt nichts Leichtsinniges. Auf die Art wird auch nichts wieder gut gemacht. Jetzt gibt es nur eins. Warten bis nächsten Sonnabend, lieber Freund. Ist denn wirklich alles so falsch gewesen? Ist recht, Sir. Nun geh. Ich wünsche einen guten Tag, Sir. Wäre nett, wenn Sie mir einen halben Liter einschenken. Ja. Bitte sehr. Wohl bekomm's. Danke. Behalten Sie den Rest. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir. Aber es geht nicht. Ich habe nichts getan für so viel Geld. Ich gebe Ihnen die Chance, was dafür zu tun. Ich brauche ein paar Auskünfte. Ich mag es nicht zu klatschen, Sir. Genauso wie ich. Ich mag Fakten. Ich will was wissen über Carlington House. Sie meinen Mr. Williamson, Sir? Ja. Ist Pech. Er war vor 5 Minuten hier. Sie haben ihn gerade verpasst. Erzählen Sie von Mr. Williamson. Er ist ein älterer, respektabler Gentleman. Oh, ein älterer schon. Es liegt mir fern, von anderen Leuten hinter ihrem Rücken zu reden, aber respektabel? Ach nein. Na ja, ein Ex-Priester, sagt man hier. Ex? So heißt es. Ist gestrichen. Oder wie immer man das nennt. Ich kenne mich da nicht so aus unter den Kirchenleuten. Und was ist mit den anderen da oben in Carlington House? Ja, was die Dienstboten sind, sind alle von hier. Anständige Leute. Gewiss. Ja, aber die Gäste, die kommen am Wochenende. Sind schlecht? Ja, Sir. Sehr schlecht. Wieso sagt man das? Na, die sind brandheiß, Sir. Heiß? Ja. Die Sorte, der man nicht näher kommt, wenn man sich nicht verbrennen will. Klingt gut. Gut? Ach, wenn's für Sie gut klingt, Sir. Für uns hier im Dorfe ist es schlecht, kann ich Ihnen sagen. Da ist besonders ein Kerl. Der ist reines Höllenfeuer, schätze ich. Sehr richtig, Sir. Übler geht's schon gar nicht mehr. Und ich wette, er trägt einen roten Schnurrbart. Was denn? Kennen Sie den Mann? Ich bin ihm noch nie begegnet. Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Mr. Woodley? Ja, verdammt, ich bin Woodley. Unser Gastwirt führt ein respektables Haus. Ihre Ausdrucksweise ist da nicht willkommen. Was denken Sie, wer Sie sind? Sie kommen hierher und stellen hier dumme Fragen. Der Gastwirt hat ganz recht. Sie sind kein Gentleman. Oh, ich bin so viel Gentleman wie Sie. Der Gast nickt einfach zu. So was hatten wir noch nie. Will man in Ruhe sein Bier trinken und dann das? Ladies and Gentlemen, jeder, der hier anwesend ist, kann bezeugen, dass ich zur Selbstverteidigung gezwungen bin. Mr. Woodley, darf ich bitten? Du Schwein! Nun, Sir, nur ein Raufbold. Nur ein Raufbold teilt Schläge mit der flachen Hand aus. Ein Gentleman benutzt die gerade linke. Ich, Sir, ich bin ein Gentleman. Es war für mich ein schönes Gefühl, Watson.
So sehen Sie auch aus. Eine gerade Linke gegen einen um sich schlagenden Hofbold. Das muss man da schon einstecken. Und der schlagende Raufbold? Mr. Woodley wurde heimgebracht im Handkarren. Lieber Mr. Holmes, Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich die Stelle bei Mr. Cursor aufgebe. Der üble Mr. Woodley war wieder auf der Chiltern Ranch. Na, aber diesmal kann er nicht hinter ihr mit dem Rad zur Bahn fahren. Tja, immerhin, der reiche Mr. Carruthers, er besitzt jetzt endlich eine Kutsche. Ja, hören Sie. All meine Probleme, am Sonnabend sind sie abgetan. Schon morgen, Holmes. Alle Gefahr ist gebannt. Ich fürchte, sie gerät in Gefahr. Warum denn? Ich spür's. Wunderbarer Morgen, Holmes. Akzeptables Wetter für diese Jahreszeit. Wer würde einem lieben Mädchen an einem solchen Morgen etwas antun? Ich hoffe, das will niemand. Und doch haben Sie Ihren Revolver mit. Ich sprach von meiner Hoffnung. Ich spreche nicht von meinen Erwartungen. Hören Sie? Was? Da fährt ein Wagen mit unserer Miss Smith. Offenbar nimmt sie heute einen früheren Zug. Und das bedeutet leider, sie wird am bald von Carlington Hall vorbeifahren, bevor wir zwei bei ihr sind. Was können wir jetzt noch tun? Wir können rennen. Holmes, wie kommen Sie zu dieser Kutsche? Und wo ist Miss Violet Smith? Das frage ich Sie, denn Sie haben die Kutsche. Die fuhr auf der Straße lang, aber es war niemand drin. Hier ist ein Weg ins Gebüsch getreten worden. Dann kommen Sie doch. Ja, Watson. Da vorne. Wissen Sie, wer das ist? Peter, mein Reitknecht. Er sollte Sie zur Station fahren. Er lebt. Der Puls schlägt gut. Aber er darf nicht so lange hier liegen. Soll er liegen, helfen können wir ihm jetzt doch nicht. Aber vielleicht können wir eine Frau vor dem schlimmsten Schicksal bewahren. Wohin wollen Sie? Zum Haus. Sie sind nicht nach Charlington Hall. Sie sind darüber, nach links. Sind Sie sicher? Verfluchter Hunde, zu spät. Folgen Sie mir. Watson. Willkommen zu der Party, Gentlemen. Ich sag's auch im Namen von Mrs. Woodley. Das nicht, Carruthers. Carruthers. Ja. Und ich sorge dafür, dass diese Frau vor ihm gerettet wird. Zu spät! Ha! Sie ist mein Weib! Nein, sie ist deine Witwe. Ich habe es dir gesagt, dass ich es nicht dulden werde. Und wenn ich dafür hängen muss... Als Sie mich angeheuert haben, hat mir niemand gesagt, dass es so ein verdammtes Theater wird. Weg mit Ihrer Pistole. Watson, aufheben. Und auch Ihr Revolver. Keine Gewalt. Wer sind Sie, dass Sie hier Befehle erteilen? Ich bin Sherlock Holmes. Ach, das auch. Ah, du. Sir? Schon wieder Kraft genug, nach Farnham zu gehen? Ja, Sir. Ich bin wieder in Ordnung. Dann bring den Zettel dem Superintendenten der Polizeistation. Jawohl, Sir. In der Zwischenzeit werde ich persönlich darauf achten, dass hier keiner etwas anstellen kann. Was gibt's Neues, Doktor? Miss Smith geht's gut. Soweit das möglich ist in dieser Lage. Und Woodley? Da ist leider kein Zweifel, er wird überleben. Was? Dann gehe ich rauf und werde ihn fertig machen. Setzen Sie sich auf Ihren Stuhl, Carruthers. Schon gut, es lohnt nicht für ihn zu hängen. Aber wie ändern wir es, dass Miss Smith ihr Leben lang diesem Wüstling gehört? Nicht nötig, sich deswegen Sorgen zu machen. Ich habe sie verheiratet vor Gott und den Menschen. Unter keinen Umständen ist sie als seine Frau zu betrachten. Ist das wahr? Es gibt zwei sehr überzeugende Gründe. Da ist erstens dieser Mr. Williamson, der in keiner Weise berechtigt war, eine Trauung zu vollziehen. Ich bin Priester, Mr. Holmes. Schon längst nicht mehr. Wenn ich der Kirche dienen will, kann mir's keiner verbieten. Das sind hohle Worte. Was gilt, ist der Trauschein? Oh,
Wir haben ja einen Trauschein. Hier, bitte sehr, Sir. Ohne Zweifel beschafft durch einen Trick. Aber wie dem auch sei, es war eine erzwungene Eheschließung, was als eine schwere Straftat gilt, wie Sie bald erfahren. Und während wir hier auf die Polizei warten, Mr. Carassas, könnten Sie eigentlich schon Ihre Geschichte erzählen? Wenn du anfängst zu singen, Bob Carassas, dann mach ich's mit dir wie du mit Jack Woodley. Es gibt keinen Grund, sich übermäßig zu erregen, Mr. Williamson. Der Fall liegt doch völlig klar. Ach, na, wenn er so klar ist, dann erzählen Sie doch was. Bitte sehr. Mr. Carassas muss zwar ein paar Einzelheiten hinzufügen, um meine persönliche Neugier zu stillen, aber es fehlt nicht sehr viel, um es abzurunden. Da wäre zum Ersten, Sie kamen alle drei rüber von Afrika. Falsch! Ich war nie im Leben drüben in Afrika. Das ist wahr. Woodley beschaffte diese Kreatur nach unserer Rückkehr. Nun dann so, Sie und Woodley, Sie waren bekannt mit Ralph Smith in Afrika. Sie hatten Grund zu der Annahme, dass er bald sterben würde, und Sie fanden heraus, dass seine Nichte sein Vermögen erben würde. Ist das so richtig? Aber ihr sagten Sie, dass er in Armut gestorben wäre. Obwohl er immer noch lebte, wenn auch gerade nur so. Er war zwar ein reicher Mann, aber ich nehme an, es gab kein Testament. Ralph Smith konnte weder lesen, noch konnte er schreiben. Aha. Sie und Woodley kamen dann hierher und suchten das Mädchen, wissend, dass sie erben wird. Und jeder wollte einen Anteil. Ich hatte Anspruch darauf, habe Dienste geleistet. Und Sie, Carassas, Sie begingen einen Fehler. Sie verliebten sich in Violet. Es war das erste Mal, dass ich begriff, was Liebe ist, Mr. Holmes. Warum erzählten Sie ihr dann nicht von der Gefahr, in der sie ist? Weil sie wäre doch weg von mir. Und das hätte ich nicht ertragen. Oh, was wird jetzt bloß aus meiner Tochter, Sarah? Wir sorgen schon für Ihre kleine Sarah. Es war so. Auch wenn da keine Liebe war. Ich war ja schon froh, dass ich sie im Haus hatte und hören konnte, wie sie sprach. Sie meinen, Sie hätten sie geliebt, Mr. Carassas? Ich meine, es war eher Egoismus. Ich glaube, dass man beides nur schwer trennen kann. Aber ich habe versucht, sie zu beschützen, wenn sie vorbeifuhr an dem Haus, wo die zwei Halunken auf der Lauer lagen. Dann folgte ich ihr mit dem Rat, dass keiner an sie herankam. Ich blieb auf Distanz und ich trug einen Bart. Sie sollte nicht bemerken, dass ich's bin. Dann bekamen Sie, nehme ich an, das Telegramm. Telegramm? Was für ein Telegramm? Der alte Mann ist tot. Was für ein alter Mann? Gewiss doch, Ralph Smith in Afrika. Ah. Ja. Aber da waren Sie schon mit Woodley im Streit. Er hatte das Haus verlassen. Woodley kam sofort zurück, denn wir hatten ja die Abmachung. Ich weigerte mich. Ich sagte, ich wollte keine Gewalt gegen Violet. Ein letztes Detail. Ich würde annehmen, für Woodley sind es 10 Jahre, Williamson 7 Jahre und Carassas, in Anbetracht seiner offenen Worte, die das Gericht beeindruckten, sagen wir 6 Monate. Ja, das ist exakt der Urteilsspruch. Nun, ich habe einige kleine Vorteile, Watson. Hauptsächlich deshalb, weil ich schon eine frühere Ausgabe hatte. Das ist schon mehr als ein Vorteil. Außerdem wurden wir auch noch beschenkt. Etwas Hochzeitskuchen. Mr. und Mrs. Cyril Morton. Zusammen mit einem Brief, der uns sagt, dass Mrs. Morton eine große Summe Geld geerbt hat von ihrem Onkel, Ralph Smith, verstorben in Afrika.
Das glückliche Paar macht sich die Freude, für die kleine Sarah Carruthers zu sorgen, während sich ihr Vater in Haft befindet. Ihr Klavierspiel hat sich weiter verbessert und sie lernt mit Erfolg Radfahren. Ein wunderschöner Tag. Heute stimmen Sie zu.